Friedrich Ofenauer von der ÖVP ist vorläufig als letzter Redner zu Wort gemeldet. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Bundesministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen im Hohen Haus. Wir verhandeln das Terrorinhaltebekämpfungsgesetz. Der Titel dieses Gesetzes sagt schon treffend aus, worum es geht, nämlich um die Terrorbekämpfung. Aber nicht erst dann, wenn ein Anschlag unmittelbar bevorsteht, sondern schon davor. Er packt das Problem an der Wurzel, bekämpft die Verbreitung von Nachrichten, die zur Radikalisierung und in weiterer Folge vielleicht zu Terror oder Terroranschlägen führen. Es geht dabei um den Schutz der Bevölkerung, um die Verteidigung unserer Werte, die Verteidigung unserer Lebensweise und ist damit auch ein Teil der umfassenden Landesverteidigung, meine Damen und Herren. Denn die eine Säule der umfassenden Landesverteidigung, die geistige Landesverteidigung, bedeutet nämlich, Grundwerte wie Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu vermitteln, aber auch demokratiegefährdende Erscheinungen und Entwicklungen zu thematisieren. Und Radikalisierung und Terror sind solche Entwicklungen, denn Terror schafft Verunsicherung und schafft Angst. Ängstliche oder verunsicherte Menschen treffen aber manchmal auch unvernünftige, irrationale Entscheidungen, manchmal aus der Emotion heraus. Und das wiederum kann zur Destabilisierung unserer Demokratie führen. Das ist auch einer der Gründe, warum der Cyberraum mittlerweile auch im Rahmen der sogenannten hybriden Kriegsführung benutzt wird, weil sich über ihn Meldungen sehr leicht verbreiten lassen, die nicht nur verunsichern, die nicht nur aufregen, sondern auch radikalisieren und motivieren sollen zu terroristischen Anschlägen oder zu anderen Straftaten. Man muss leider feststellen, der Cyberraum ist mittlerweile auch zu einem Kriegsgebiet und Kampfgebiet geworden. So wie im Übrigen auch der Luftraum. Auch der Luftraum ist ein solches Kampfgebiet geworden, aber im Gegensatz zum Luftraum ist der Cyberraum tatsächlich unbegrenzt. Bei beiden ist die Verteidigung schwierig, dennoch müssen wir das angehen und bei der Verteidigung dieser Räume auch über die Grenzen hinweg denken. Und dazu brauchen wir natürlich auch die entsprechenden Mittel und Maßnahmen. Mittel, mit denen wir auch auf die technischen Entwicklungen reagieren können. Denn gerade in der Corona-Pandemie, Sie wissen das, Sie kennen das, hat sich das gesellschaftliche Leben oft auch ins Internet und in den Cyberraum verlagert. Dabei ist natürlich nicht immer nachvollziehbar, welche Inhalte davon wem und für wen geteilt und verbreitet werden. Die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst ist bereits Meldestelle für terroristisch motivierte Inhalte in elektronischen Medien. Und sie ist damit die Speerspitze im Kampf gegen radikale Tendenzen und Terrorismus. Und sie tut das im konkreten Fall gemeinsam mit der Comaustria und mit der RTR. Und den Kollegen Oksanic von der SPÖ kann ich beruhigen, diese werden natürlich auch die entsprechenden Mittel und Maßnahmen und Journaldienste einrichten, um rasch reagieren zu können. Damit diese Aufgaben erfüllt werden können, insbesondere auch bei der DSN, müssen wir sie natürlich auch mit den notwendigen Mitteln ausstatten, um auf die geänderten technischen Möglichkeiten reagieren zu können. Denn letztlich, meine Damen und Herren, dient das allem dem Schutz der Republik Österreich und seiner Bewohnerinnen und Bewohner. Und lassen Sie mich zum Abschluss noch sagen, im Übrigen bin ich der Meinung, dass der geistigen Landesverteidigung wieder neues Leben eingehaucht werden sollte. Dankeschön. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen und wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort. Das ist nicht der Fall.